Herzlich willkommen. Vor ein paar Tagen erreichte uns folgendes Statement. Gott segne das Missionswerk. Heute habe ich Hoffnung um 12 angesehen und wurde sehr gestärkt. Danke für die jahrelange Begleitung im Wort des Herrn. Und das hat uns sehr gefreut. Ja, heute wieder eine neue Sendung, Hoffnung um 12. Mit dem Thema, hier bin ich. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon, heute bis 13 Uhr. Hier bin ich. Das ist nicht ich, sondern Jesus sagt das zu dir. Hier bin ich. Ja, Jesus sagt, hier bin ich. Und das reicht. Wir machen es oftmals so kompliziert, aber es ist so unkompliziert. Er ist da und wenn er da ist, ist er da und wir brauchen keine Formeln oder religiöses Zeug. Und für manche ist das einfach zu einfach. Sie möchten es gerne kompliziert haben. Ich sag dir, wenn der Herr Jesus sagt, hier bin ich, ist er da. Und es braucht keine neuen Wellen. Es braucht keine neue Lehre. Es braucht keine neue Gnade. Er muss nicht mehr ans Kreuz, sondern er sagt einfach, ich bin hier. Die Frage ist auch, bist du auch hier oder bist du woanders? Oder ist Gott für dich eine Sonntagssache oder eine Sache für die Andacht? Nein, er sagt einfach, ich bin hier. Und das sagt er immer und er ist hier. Du darfst mit ihm rechnen. Ja, in ihm leben wir. In ihm leben wir und wir definieren auch uns in ihm, wenn wir in ihm leben. Wenn du mit ihm lebst, brauchst du keine Religion. Und ich sage dir auch, es ist ein Unterschied, ich möchte es vielleicht bildlich darstellen, wenn du so ein Sonntagschrist bist, was du bestimmt nicht bist, aber dann ist es so sonntags wieder mit Jesus zusammen, werktags irgendwo. Aber er sagt, ich in dir und du in mir, dann ist das eine Verbindung. Und er sagt, ich bin hier. Und das ist doch was Wunderbares. Und danke, Herr, dass du hier bist, dass du mit jedem bist, der zuschaut. Danke, Herr, dass ein jeder begreift, dass es ein Leben gibt mit dir. Amen. Amen. Und bevor wir Zeugnisse hören, was Gott getan hat, möchten wir beten für Anliegen, die bei uns eingegangen sind. Ein Gebetsanliegen für eine Mutter wegen Lebererkrankung. Bitte inständig um Gebet für meine Mutter. Bei ihr wurden Knoten auf der Leber festgestellt. Bitte, dass Jesus ihr hilft und sie vollständig gesund wird. Danke an allen, die dafür mitbeten. Und Jesus, ich danke dir, dass du diese Mutter kennst und dass du auch um diese Leber weißt, wo da verknotet ist, wo Knoten auf der Leber sind, gefunden wurden. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst, dass deine Heilung auch für diese Leber gilt. Danke, Jesus, in deine göttliche Schöpfungsordnung befehlen wir diese Leber zurück. Und ich danke dir, dass jeglicher Knoten verschwindet und dass jegliche Zelle, die da nicht hingehört, austrocknet im Namen Jesus. Danke, Jesus, dass du der Heiler bist. Amen. Amen. Folgendes Gebetsanliegen erreichte uns von einer Frau mit Darmproblemen. Sie schreibt, meine chronischen Darmprobleme nimmt kein Ende. Nehme seit Januar Cortison und soll nun stärkere Medikamente bekommen, da es nicht besser wird. Die Entzündung im Dickdarm will nicht weggehen. Ich hoffe auf ein Wunder. Ja, und Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Jesus, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der Wunder tut und dass du eingreifst und dass du auch den Glauben dieser Frau kennst und dass diese Darmprobleme verschwinden, diese Darmerkrankung und diese Entzündung, dass die weggeht. Danke, Jesus, dass alles vollständig heil ist von der ganze Darm von Anfang bis Ende. Und ich danke dir, dass jegliche Entzündung entmachtet ist und kein Anrecht mehr hat. Danke, Jesus, dass du dieses Wunder tust an dieser Frau. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und schreib uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Ein Mann berichtet uns von seiner Not. Er schreibt, liebe Geschwister,
Ich leide seit Jahren unter einer durch Sonnenstrahlen geschädigten Kopfhaut aus meiner früheren Berufstätigkeit im Freien. Das ist weißer Hautkrebs und sehr unangenehm. Ich muss ständig Medikamente nehmen und Kontrolluntersuchungen beim Dermatologen. Ich glaube, dass Jesus auch diese Not ändern und heilen kann. Vielen lieben Dank für eure Gebete. Danke, Herr, dass du der Herr bist, der auch dieses Gebet hört und erhört. Herr, du siehst diese Kopfhaut, du siehst dieser weiße Hautkrebs. Herr, ich danke dir. Herr, danke, Herr, dass Herr dein heilendes Salböl, dein vergossenes Blut, Herr, das durchströmt, Herr, dass das eine ganz neue, wunderbare Kopfhaut wird, wie bei einem Baby. Herr, ich danke dir dafür, dass wir dich bitten dürfen, auch um unmögliche Dinge, dass du das Unmögliche möglich machst. Amen. Amen. Und ein anderer Mann hat Schmerzen im Rücken und bittet um Gebet. Er schreibt, seit einigen Tagen habe ich sehr starke Schmerzen am Rücken, am Lendenwirbel L5 abwärts bis ins linke Bein hinunter. Es besteht ein Verdacht auf einen Bandscheibenvorfall. Bitte betet um das Nachlassen der Schmerzen und um die richtige ärztliche Behandlung. Danke. Ja, Herr, und wir dürfen auch wirklich beten um Heilung. Und Herr, segne die Ärzte, aber Herr, danke auch für Heilung. Ob mit Ärzte oder ohne Ärzte, du kannst es in beiden Wegen tun. Und danke, Herr, dass diese Bandscheibe wieder an den richtigen Platz kommt. Jeder Nerv, das ganze Rückenmark richtig funktioniert und die Knochen und die Wirbelsäule und alles wieder befehlen wir an den richtigen Platz, dass die Schmerzen verschwinden und ein Neues geschieht in deinem Namen, Jesu. Amen. Amen. Und Gott heilt und befreit und gibt einfach Neues. Und das wollen wir jetzt hören von den vielen Zeugnissen. Von einer Heilung und verschiedenen Gebetserhörungen erzählt diese Frau. Sie schreibt, ich habe mich im Herbst letzten Jahres wegen Gebetsunterstützung an Sie gewandt. Mein Mann hat psychische Probleme. Es ist eine leichte Besserung eingetreten. Ein weiteres großes Gebetsanliegen wurde erhört. Das Verhältnis zum Nachbarn wird wieder aufgebaut. Er kam auf uns zu. Dafür bin ich Gott von Herzen dankbar. Eine dritte Gebetserhörung geschah in Glauchau. Dort wurde mein Mann beim Gottesdienst sehr berührt und ich bin von tagelang anhaltenden Kopfschmerzen geheilt worden. Für die Gebete danke ich Ihnen. Was für eine Vielfalt vom Eingreifen Gottes. Sichtbar, Schritt für Schritt, schreibt eine Frau aus Ostdeutschland. Sichtbar Schritt für Schritt kommen meine erwachsenen Enkel zum Glauben zurück. Ebenso erlebe ich die Erfüllung meines Gebetsanliegens von Karfreitag. Ich erlebte die Befreiung der Attacken der Finsternis an mir. Von Herzen danke ich für Ihre Gebetsunterstützung. Danke auch für die segensreichen Predigten und das informative und wunderbare Magazin. Ein weiteres Zeugnis, Gott deckt Dinge auf, er kennt uns ganz genau. Und eine Frau berichtet, ich schaue manchmal eure Gottesdienste über Livestream. Neulich sagte Daniel mitten im Gebet, er sieht einen Stuhl mit einem Kissen drauf. Unter dem Kissen liegt etwas, das ans Licht soll. Das war mein Küchenstuhl, darunter hatte ich Informationen unserer Stadtverwaltung gelegt. Ich danke Gott für die Korrektur und auch Daniel fürs gehorsame Weitergeben. Ja, Gott kennt uns wirklich ganz genau. Ein Wunder der Wiederherstellung, wie folgendes Zeugnis beschreibt. Ich möchte mich einfach nur bedanken für all die Gebete für meine Schwester, die einen Schlaganfall erlitten hatte. Es ist ein Wunder, wie Gott sie bis heute wiederherstellt. Sie kann wieder laufen, sprechen, schlucken. Als wir sie im Krankenhaus gesehen hatten, war das ein Bild, das man nicht so schnell vergisst. Durch Gottes Eingreifen ist sie wiederhergestellt. Da waren so viele Himmelsstürme am Werk und dafür von ganzem Herzen danke. Wie wunderbar.
Es ist so schön für Menschen zu beten und natürlich auch zu hören, wenn Gott Gebet erhört, so wie wir es meinen. Manchmal erhört Gott Gebet in einer Art und Weise, wo wir sagen, ich hätte es mir anders vorgestellt, aber Gott macht keine Fehler. Hast du auch etwas Wunderbares erlebt? Lass es uns wissen. Wir würden es gerne hier vorlesen. Ja, Gott ist hier. Gott ist hier bei dir und er sagt, hier bin ich. Lass das dir mal auf der Zunge vergehen, wie ich so gern sage. Hier bin ich, sagt der Herr, jetzt zu dir, dort, wo du vor dem Bildschirm sitzt, vor dem Handy, vor dem iPad, wo du davor sitzt. Er sagt, ich bin hier. Sag einfach Danke, Herr, und genieße es. Wenn du ein Gebetsanliegen hast, darfst du es uns gerne zukommen lassen. Wir beten gerne für dich und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Wir beten auch gerne für dich im Gottesdienst, wenn du nächsten Sonntag kommst. Nach der Predigt, nach dem Gottesdienst, beten wir gerne persönlich für dich. Ist es für dich nicht möglich, ab 10 Uhr sind wir im Livestream. Wir freuen uns, dich am Sonntag begrüßen zu dürfen und wünschen dir alles Gute. Der Herr segne dich. Tschüss. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.